Hi Leute, ja, sorry, dass es halt, dass der heutige Vlog so kurz ist, aber heute ist mir nicht so gut gegangen. Ich habe in den letzten Tagen viel zu wenig getrunken und so. Ja, da ist mir ein bisschen schlecht gegangen, aber jetzt fühle ich mich noch ein bisschen. Jetzt ist 20:42 Uhr, also jetzt Viertel vor 9. Und ja, vielleicht fällt auch ein bisschen was auf, aber dass jetzt da hinten der Computer steht, das Bett so, wie ich es gesagt habe, da sitze ich. So wie ich es halt auch erzählt habe, aber ja. Roomtour, wie gesagt, mache ich noch, habe ich ja versprochen. Aber wenn es komplett fertig ist, weil sind ja nur so ein paar Flecken und lila im Weiß und so, und das muss man noch ausbessern. Aber sonst ist alles soweit fertig und auf der Seite mal komplett eingerichtet da. Und hinten auf der anderen Seite sind halt nur ein paar Sachen. Die kann man dann nur in das weiße Regal hinter mir. Und ja, ihr seht's da am Fenster. Allein du. Es kommt daher, weil ich ja noch keine Jalousie habe. Aber ich kaufe mir jetzt noch demnächst eine. Also eine für da oben und eine für den unteren Teil vom Fenster. Und dann ist es auch perfekt. Es tut mir echt leid, dass der heutige Vlog so kurz ist. Aber eben, mir ist nicht gerade so gut gegangen und dann haben wir noch weiter im Zimmer ein bisschen gemacht und so, da bin ich wenig dazu gekommen. Dazwischen habe ich nachher einmal geschlafen ein bisschen und dann ist mir schon wieder besser gegangen. Und deshalb tut es mir sehr leid, dass ich nicht gevloggt habe. Aber jetzt kommt Vlog und ich schaue, dass der vielleicht so 5 Minuten geht. Ich schaue gerade Fernsehen und habe aber ziemlich leise gemacht, weil ich es nicht will, wenn ich will, mag das nicht gern, wenn ich filme und man hört dann den Fernsehen. Und deswegen, ja, muss niesen, aber es geht nicht. Ja. Meine Mama war heute da und heute ist Feiertag. Da sagen wir eigentlich schon so ziemlich vorbei, der Feiertag. Aber es ist eben Feiertag. Und meine Mama war eben heute da und hat da ein bisschen mitgeholfen. Und ja, wir machen komplett noch alles Aufgaben, also ich halt, wo ich hin will und alles komplett fertig haben. Dann mit die Flecken ausbessert. Nachher mache ich, also habe ich gesagt, eine Roomtour. Aber dann tue ich nochmal komplett das Zimmer kehren, also zusammenkehren und staubsaugen und wischen, also Boden putzen. Und dann ist es wieder sauber. Und ja. Es mag auch vielleicht da hinten ein bisschen schmal vorkommen, ja. Ist ein bisschen schmal, aber es geht schon. Ja. Und mit den Farben und so wie ich es jetzt habe, finde ich es richtig jugendlich. Also finde ich es richtig chillig und fein. Und kann mich so gut wie gar nicht beklagen. Heute ist jetzt nicht wirklich ein Tagesvlog. Aber es ist ein kleiner Vlog. Also, ja, morgen wird es dann wahrscheinlich wieder einen richtigen Vlog geben. Denke ich mal. Also, ja. Sehen wir uns beim richtigen Tagesvlog wahrscheinlich dann morgen wieder. Ja.
werde jetzt dann Abendessen und den Abend nur ausklingen lassen und genießen. Und ja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Tagesvlog wieder. Und hoffe, euch hat der kleine Abendvlog gefallen. Also der kleine Tagesvlog unter Anführungszeichen gefallen. Ist ja nicht wirklich Tagesvlog, aber sozusagen sollte es sein. Daher hoffe ich, hat er euch gefallen. Ja. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Also, viel Spaß noch auf YouTube, wenn ihr noch um die Uhrzeit auf YouTube ist, aber werden noch viele wahrscheinlich sein. Und ja, wir sehen uns dann eben, wie gesagt, beim nächsten Vlog wieder. Und ja, ich bin bis jetzt einfach eigentlich sehr, sehr zufrieden mit meinen Vlogs und so weiter. Und übrigens, die Sachen, was jetzt da hinten oben stehen, muss ich auch noch weg. Und das Regal da oben hinten, das kleine an der Wand, kann das nicht so gut zeigen, das jetzt eben. Das weiße, da muss ich auch noch Dekoration aufwidmen und all sowas, aber das kommt noch mit der Zeit nachher. Ja. Ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen und jetzt sage ich es noch einmal, zum wievielten Mal auch immer. Wir sehen uns dann beim nächsten Vlog wieder. Tschüss, Leute. Ciao, Kakao.